in diesem Video. Ist ein Finger im Bild, fahren wir links, bringen Schilder Farbe ins Bild und steht eine Hütte rum. Schönen guten Morgen hier aus Island. Hier ist Kai von Travel Camping Living. Wir befinden uns noch im Bett im Hochland von Island. Sieht's aus. Würde man sagen, draußen besser als erwartet. Auch hier drin, denn es scheint so leicht die Sonne rein. Das ist auch gut. Ich habe es nämlich gestern ein bisschen übertrieben mit dem Heizen mit Strom. Lief den ganzen Abend, weiß nicht, 4 Stunden, 5 Stunden. Gestern Abend war die Batterie dann auf 40%, heute Morgen gerade eben auf 38, aber jetzt mit Sonne kommen schon wieder 17, 18 Ampere rein. Das ist gut. Nehmen wir mit, können wir brauchen. Der Ladebooster ist ja weiterhin aus. Batterie wird also nur geladen, indem die Sonne scheint. Vorne raus, übrigens nichts los, kam niemand vorbei. Absolut einsam hier. Jetzt aber mal hier in die Puschen kommen. Alle ready für die Auffahrt? Kumpel, du liegst voll im Weg, geh weg. Klemmst dich ein. Na, dann fahren wir mal hoch. Kumpel, gleich tut's weh. Geh weg. Oh Mann, der Kerl. Ist echt unfassbar mit dem Kerl. Jetzt muss man den erst wieder da runterschleifen. Na, dann kann's weitergehen. Bis unters Dach. Und wer möchte heute gerne im Cockpit mitfahren? Was ist eigentlich für ein Tag heute? Geht schon wieder los. Ah, Flauschi, ist heute Samstag oder Sonntag? Na dann, ab mit dir. Der Block wäre getippt, der Co-Pilot schaut fragend. Draußen regnet's und wir fahren ab, denn bei Regen staubt's nicht so. Das ist recht praktisch. Zwei verabschieden sich dann mal in Richtung Schlaf. Und Flauschi kommt mit nach vorne. Wir brauchen ja einen, der durch den Raum schwebt und die Navigation macht. Und wir sind jetzt hier, fahren hier hoch, dann rüber, hier wieder runter, dann entweder dahin oder hier. Das ist alles noch ein bisschen unklar, je nach Wetterlage und Lust und Laune. Aber Piste die gesamte Zeit. Außenaufnahmen spare ich mir gerade. Es windet und stürmt. Das ist wenig schön. Wir fahren mal so weiter. Gesamthaft dürften das heute so um die 100 Kilometer Piste sein, schätze ich. Das mit der Navigation wird ja auch nicht einfacher. Also zum Teil sieht man gar nicht mehr, wo es überhaupt lang geht, was die Strecke angeht. Muss man schon sehr genau gucken hier und da. Die Strecke zwischen felsig und weich, sandig, schottrig. Einiges dabei heute. Die Strecke, auf der wir hier rumdümpeln, ist ziemlich abgelegen und wenig befahren. Dennoch in gutem Zustand. Wir kommen zügig voran auf dieser Schottersteinschicht. Hier und da geht es mal noch einen kleinen Berg hoch oder auch wieder runter. Aber im Grunde wird der MAN nicht massiv gefordert, sondern wir haben es recht gechillt. Bis auf das Wetter natürlich, das auch gerne schöner sein könnte. Kommen auch mal wieder gröbere Steinpassagen, die waren aber eher die Minderheit. Meistens war das Ganze recht simpel. Das wäre geschafft. Wir haben unsere Nebenstraße überlebt, kommen jetzt wieder auf eine F-Straße, die F905, und der folgen wir jetzt links erstmal ein gutes Stück. Die F905 hat so einiges zu bieten. Was ihr fehlt, sind Flussdurchfahrten, Furten gibt es keine. Ansonsten geht's gerne mal auf recht guter Piste geradeaus oder auch durch langgezogene Kurven. Wir sind ziemlich alleine, es ist an dem Tag kaum Verkehr. Man muss aber auf der Hut sein, denn auch wenn die Piste gerade noch toll aussieht, nach einer Kuppe kann es komplett anders aussehen. Bremsbereit zu sein hilft, denn plötzlich ist Stein zu sehen. Über solche Passagen fährt man besser langsam als zu schnell, denn man will ja weder einen Platten noch sich irgendwas anderes kaputt fahren. Und nach den schnellen Passagen wird es dann deutlich langsamer und auch kurviger. Man muss gucken, wo man lang fährt, wie man lang fährt. Immer mal auch gröbere Steine auf der Strecke. Es geht lustig links und rechts um engere Kurven. Und das verlangsamt natürlich die Durchschnittsgeschwindigkeit enorm und man kommt deutlich langsamer voran. Das Wetterglück bleibt uns auch weiterhin nicht hold. Es ist grau, der Himmel so grau wie der Boden. Sieht alles ein bisschen triest aus, aber ihr könnt euch auch
auf Sonne freuen auf diesem Trip. Irgendwann treffen wir dann auch auf die 910 und einen reißenden Fluss. Und als ich schon denke, oh verdammt, müssen wir da durch, erblicke ich zum Glück eine Brücke, die mit einem Gatter verschlossen ist. Aber das kriegen wir auf und dann können wir auch gefahrlos über das Wasser fahren. Und so befahren wir auch das erste Mal den Vatnajökull Nationalpark. Kurz nach der Flussüberfahrt kommt ein Parkplatz mit WC. Hier schnaufen wir mal kurz durch und können festhalten, der MAN macht bisher eine Topfigur, hat das alles gut gemeistert, keinerlei Kontakt mit dem Unterboden, mit irgendeinem Fels oder sonst irgendwas. Und an diesem Platz bleiben wir jetzt erstmal einen Moment, ich muss mir noch was schaffen. Ich habe mich mal nach innen verzogen, draußen schüttet es gerade wie die Hölle. Ich muss sowieso ein paar Daten sichern, da bietet sich schlechtes Wetter an. Jetzt schaufeln wir mal. Schnell noch ein paar Kekse tunken und dann geht's hier auch weiter. Wir haben noch 100 Kilometer vor uns. Sind gerade ein bisschen mehr geworden. Dafür fahren wir zum Gletscher. Also so weit, wie man halt kommt. Die letzten Meilen muss der Co-Pilot dann zu Fuß gehen, ne? Kriegst eine Kamera in die Tatze und los geht's. 16.20 Uhr, die Sonne ist zurück, der Sturm stärker und hier fliegt alles durch die Gegend, was Sand ist. Da gehst du freiwillig auch nicht mehr vor die Tür. Wir fahren weiter. Dann mal los, auf in den Kampf gegen Sturm und Staub. Gucken wir, was uns noch erwartet. 100 Meter gefahren, geht schon mal gleich wieder los durch ein Lavafeld. Internet haben wir hier. Auch am Spot letzte Nacht hatten wir Netz. 4G, also bisher ist das kein großes Problem. Was das Internet angeht, läuft das gut mit meiner O2 Max-Karte mit 999 GB Datenvolumen. Stürmt wie die Sau und hier fahren noch welche Moped. Da kommen noch drei. Arme Sau. Oh Mann, Franzosen. Drei Mopeds kommen noch. Wir lassen sie mal alle durch und ihr seht, was das hier gerade für ein Wetter ist. Es ist übelst. Ich glaube, wir sind mitten in einen Sandsturm geraten. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet auf Island. Ich dachte, Sand ist hier nicht so, aber alter Verwalter, es stürmt wie die Hölle. Kamera aufstellen und draußen filmen ist auch nicht mehr so ganz wirklich, denn wenn du hier jetzt die Tür aufmachst, dann ist die Sahara im Van. Ja, es wird immer besser. Zum Staub und Steinen, die durch die Gegend fliegen, gesellt sich jetzt auch noch Regen. Oh Mann, das machen die Scheibenwischer auch nicht lange mit. Und die Strecke sieht man halbwegs noch. Es ist wieder ein wenig besser geworden. Es regnet zwar noch, aber der Sturm ist nicht mehr so und der Wind fliegt nicht mehr so, oder der Sand fliegt nicht mehr so. Die Strecke, naja, so lala, 30, 40, je nach Wettersituation und Steinbau auf dem Weg. Und dann wird es plötzlich auch noch sandig, Kopf. Also die Strecke ist immer wieder für eine Überraschung gut. Da bleiben wir mal lieber flott auf dem Gas, hey. Alter Verwalter, ist ja wie in der Wüste hier, nur auf Island. Krass, echt krass. Aber Sand ist deutlich angenehmer als irgendwelcher Steinbelag. Wow, ganz tiefer Sand. Mal kurz Kickdown gemacht. Alter Schwede, lieber wieder Fels. Jetzt kommt noch mal so ein Sandloch hier. Echt krass, was Island hier so vorbereitet hat für uns, ist schon nicht schlecht. Oh. Und es geht immer weiter. Also ohne Allrad, vergiss es einfach. Holy crap. Okay, wir haben den Sand wieder hinter uns und fahren auf festerem Belag. Das ist dann zwar rumpeliger, aber ja, anders halt, ne? Nicht so fest fahrgefährdet. Dafür aber wieder stärkerer Wind und das bisschen Staub und Sand, was rumliegt, bewegt sich von A nach B. Und immer wieder Abschnitte mit doch recht tiefem Sand. Allerdings haben wir hier gut Schwung, fahren mit 40, dann kommen wir gut durch. Geradeaus oder rechts? Wir müssen rechts. Ja, lustig ist ja, dass hier immer noch wieder Schilder stehen. Und diesem Schild folgen wir jetzt wieder links rum. Und gucken mal, was passiert. Da haben wir wieder Sand.
zum Glück recht festen Sand. Aber da sind halbe Dünen hier, die hier entstanden sind durch Wind und Wetter. Und da merkt man auch immer, wie es mal kurz unwellig ist. Das ist schon eine geile Strecke hier runter zum Gletscher. Wir fahren auch nicht nach Askja, sondern dadurch, dass wir links abgebogen sind, fahren wir woanders hin. Kreuzung im Nirgendwo. Es ist unglaublich. Hier geht es tatsächlich noch in andere Richtungen als in unsere 17 Kilometer noch. Das wird irgendwie auch nicht weniger. Seht ihr das geradeaus? Am Horizont das große, weiße, fette Ding. Das ist der größte Gletscher Europas. Den Namen blende ich euch ein. Ein gewaltiges Ding, das viele, viele tausend Quadratkilometer Land verdeckt. Der ist, ich glaube, 300 bis 600 Meter dick. Und wir gucken mal, wie wir nah rankommen. Der Gletscher belegt eine Fläche von 8300 Quadratkilometern. Das ist ungefähr 8300 Mal die Hochseeinsel Helgoland. Und so nebenbei, wir fahren hier auf der F902. Super Straße. 2 Kilometer sind wir noch weg von der Station, wo wir pennen. Und wir sehen sie schon. Es geht auch vorher noch mal übel den Berg runter, bevor wir dann noch mal die Ebene kreuzen und ja, hoffentlich da mal ankommen. Und wenn ich mir das Bild gerade richtig angeguckt habe, ist da nicht viel los. Das wäre geschafft. Bitte sprechen Sie erst mit dem Hüttenwart, bevor Sie Zelte aufbauen. Danke. Gerade noch kurz vor der Tür gewesen, Foto gemacht, ein Ohure-Sturm. Und jetzt gucken wir mal, recht schräg die Geschichte hier, wo wir uns am besten hinstellen. Gletschersicht wäre natürlich cool. Und die Sonne begrüßt uns. Mann, heute haben wir wettertechnisch aber auch alles dabei gehabt. Krass war's. Da stehen wir also, Gletscherblick in der Ferne, grünes Gras vor der Nase. Wie sie das hier hinkriegen, ist mir auch ein Rätsel. Ein paar Hütten stehen noch rum und ansonsten freier Blick. Und da hinten das Haus und es ist nichts los. Ich hatte gedacht, hier sind noch mehr außer mir. Dem ist aber nicht so. Ich bin der einzig Verrückte mit dem Camper hier. Vielleicht kommt da noch jemand, vielleicht aber auch nicht. Und das Grüne hier ist wohl die Zeltwiese. Die Sache ist die, 2500 kostet es mich. Ich bin der Einzige. Die haben praktisch gestern erst aufgemacht oder eigentlich heute. Die Hüttenbewirtung ist erst seit heute hier. Und noch eine gute Neuigkeit, wir können zum Gletscher hinfahren. Wir müssen da nicht hinlaufen. Das Wetter bleibt morgen genauso schön wie heute, allerdings mit ein bisschen weniger Sturm. Und jetzt habe ich auch meinen Geldbeutel geholt und kann die Rechnung zahlen. Gezahlt kann man hier mit Kreditkarte, alles cash-free, sehr angenehm. Und hier stehen wir jetzt komplett alleine. Es ist 20 Uhr und es ist an der Zeit, mal wieder einen Happen zu essen. Der MAN hat heute einen Top-Job gemacht, hat alle Pistenpassagen gut überstanden. Einzig verwirrend ist, die Tür geht unten links immer irgendwie auf bei übler Piste. Die Sicht heute auf den Gletscher. Heute bewegen wir uns nicht mehr. Denn durchgeschüttelt wurde man heute zu Genüge. Echten Pain ist der Staub und Dreck, der irgendwie reinkommt. Vermutlich vielleicht durch die halb geöffnete Schiebetür. Es ist brutal staubig wieder mal. Aber das ist ja nichts Neues, das kennen wir aus Marokko. Die Dame sagte gerade eben übrigens noch, es ist sehr ungewöhnlich, dass die Hütte zu dieser Jahreszeit schon zu erreichen ist. Sie hatten einen relativ schneearmen Winter und ein warmes Frühjahr. Der Schnee kam erst spät, somit war er relativ schnell auch wieder weg. Und deswegen können Sie die Hütte jetzt seit heute schon wieder öffnen. Ich bin tatsächlich der erste zahlende Gast. Auf der Quittung steht 3001 Semois. Da steht's, schwarz auf weiß, Number One. Das ist äußerst selten, dass ich mal irgendwo Nummer 1 bin. Oh hey, und heute ist der 25. Juni. Mein Neffe Mattis hat heute Geburtstag. Alles Gute, alte Hütte. 17 Jahre jung wirst du. Leben noch vor dir. Mach was draus. Nicht, dass du auch irgendwann im Van endest. Scherz. Herzlichen Glückwunsch. Strom übrigens wieder bei 48%. Ein bisschen über die Sonne kam und kommt noch rein. Das wird jetzt aber wieder verballert mit der Induktion. Es wird gekocht. Ähnliches Essen wie gestern. Jo, wird mal wieder richtig gekocht. Rührei mit Käse, Würstli. Der Tortilla wird hier gerade
wieder etwas erfrischt und dann kommt es da reingerollt. Und während es draußen stürmt, wie doof, wird jetzt hier der Tortilla zusammengeklappt und verspeist. Dann mal einen guten Appetit. Ich hoffe, ihr habt auch was zu essen oder kriegt noch was Gescheites. Vielleicht was Besseres als das hier. Aber hier wird gegessen, was dabei ist. Einkaufen ist nicht. Ein Restaurant gibt es auch nicht. Habt ihr was im Bauch. Von der Temperatur her könnte man heute auch draußen essen. Blöd ist halt, dass es dann wohl nichts mehr zu essen gäbe. Das wird nämlich volle Möhre vom Teller fliegen. Entsprechend schaukelt auch der Kaiman hier lustig vor sich hin. Der Sturm hat sich ein bisschen gelegt. Die Sonne legt sich auch bald da nieder. Und ich lege mich dazu. Mir ist eine SSD-Festplatte abgeraucht. Mit den ungeschnittenen Daten von Albanien. Das ist so blöd, weil eine Sicherheitskopie gibt's nicht und ich komme jetzt nicht an die Daten ran, kann sie also nicht schneiden. Albanien wird also recht abrupt enden. Zum Glück sind alle Offroad-Szenen schon gezeigt. Jetzt kommt nur noch ein Teil der Rückreise, auch noch schöne Spots und lustige Dinge, aber momentan keine Chance dran zu kommen. Scheiße. Heute Morgen tat die Festplatte noch, heute Mittag nicht mehr. Der Sturm ist wieder da, die Sonne wohl auch bald. Da hinten steht sie schon wieder, nachdem sie vorhin praktisch hinterm Hütli untergegangen ist. Glimmt es jetzt da hinten vor sich hin an den Wolken. Wenn dieser verdammte Wind nicht mehr, wäre es echt cool. Freunde, das war's für heute. Ich gehe pennen, beziehungsweise ich liege schon. Der Rest liegt hinter mir. Kalt ist es und ich hoffe, wir verlieren unser Frischwasser nicht heute Nacht. Und jetzt gute Nacht und bis zum nächsten Video.